Moin und willkommen zurück zu Against the Storm. Wir gehen jetzt einmal in die nächste Mission rein und ich denke einfach mal, es ist einfach verlockend hier, dass da so ein extra Symbol rumsteht. Es hat halt den Effekt, dass tote Dorfbewohner, ist jetzt noch nicht so viele gestorben, aber dass sie sich in Stein verwandeln. Ich habe keine Ahnung, ob sie dann im Weg rumstehen oder was dann der negative Effekt dabei ist. Aber gleichzeitig je 10. Also kann man das. Ach, das kann man wahrscheinlich ernten. Also abbauen. Jedenfalls je 10 produzierten Stein und Leben erhalte ich auch noch 5 Fleisch. Das macht eben dieses Teil hier. Belohnungen, Siegelfragmente, Erfahrung, Nahrungsvorräte. Ich will mal gucken, ob es woanders was anderes gibt, aber das sieht nicht so aus. Genau. Ich habe die Schwierigkeit einen Grad höher gestellt, sozusagen. Also einen Schwierigkeitsgrad höher, von Siedler auf Pionier erstmal nur. Dabei ist Folgendes passiert, ich kann es ja mal eben zeigen. Bei Siedler gibt es im Spielverlauf 2 positive Modifikatoren, die zeitgleich passieren können, und einen negativen. Wenn wir auf Pionier stellen, kommen schon 2 weitere negative hinzu. So, und ich meine, genau, die Belohnung erhöht sich halt, die man dafür bekommt. Aber wir machen erstmal den Pionier. So sicher bin ich in dem Spiel nämlich auch noch nicht. So, und wir gehen rein mit den Bibern und dem einen Echsenmenschen. Anstatt der 6 Echsen. Ja. So machen wir es. Und wir können dann hier noch Sachen mitnehmen. Starten rein. Da gucken wir mal, was passiert. Genau, die beiden zusätzlichen Effekte. Bäume geben mehr Holz. So. Okay. Alles klar. Wir sind im Pause-Modus, soweit ich weiß. Jawohl. Dann können wir einmal ganz kurz gucken. Oh, hier geht es natürlich was sehr Fieses. Aber man bekommt eben auch Schätze. Gut, was nehmen wir? Wir brauchen Sägewerk, weiß ich gar nicht. Den Weber weiß ich auch nicht. Weber produziert Stoff. Ich gehe nochmal kurz heraus. Was brauchen die? Die brauchen Mäntel, aber nicht unbedingt Stoff. Aber ich habe doch für Stoffproduktion habe ich die Werkbank. Aber naja, okay. Das produziert einfach alles ein bisschen besser. Fand ich ja gar nicht schlecht. Distillerie finde ich auch nicht schlecht. Und die Räucherei. So, und welches Lager nehmen wir? Wurzeln, Gemüse, Getreide, Kräuter, Beeren, Pilze. Ich nehme den Kräutersammler. Ich habe keine Ahnung, ob das gut war. Wir werden es erfahren. Wir fangen wieder an mit Holz. Und zwar
zwar. Dort. Da können dann mal gleich ein paar Biber rein. Und getreu dem Tutorial nehmen wir gleich noch einen Holzfäller. Ja. Hi. Oh. So. Hier soll natürlich genau ein Echsenmensch arbeiten. Warum habe ich jetzt eigentlich so viele? Wo kommen die her? Ja, keine Ahnung. Also. Die Holzfäller sollen auf jeden Fall dort aufmachen. Und dort aufmachen. Während die Holzfäller dort aufmachen sollen. So, dann müsste ich die Eier einsammeln. Die Eier sammle ich bestimmt nicht hier mit ein. Nein. Guck mal, jetzt habe ich einen Acker, aber nichts, was vom Acker ab. Verstehe. Kräuterbeeren, Pilze. Leben da unten holen. Dafür könnte ich auch Leute gebrauchen, ne? Gibt es eigentlich irgendwelche Missionen, Aufträge bisher? Nö. Baut euch da mal durch, ich mach mal ein bisschen schneller. Aufträge. Wir haben Aufträge. So. Biberentschlossenheit über 16. Oder? Lager bauen. Problem ist nur, hier bekomme ich weitere Biber. Ich will Biber haben. Sechs Echsen haben. Oder Materialien liefern. Also man kann sie auch später annehmen, wenn man erstmal gucken will, wie sich das Spiel verhält. So, hier wüsste ich es tatsächlich noch nicht. Ich würde zu dem da tendieren, aber ich weiß es nicht. So. Was nehmen wir? Zwielichtiger Deal ist ja Quatsch. Ich will ja nicht, dass meine Leute gehen oder sterben.
nehmen natürlich das. Feindseligkeit senken. Passen natürlich keine zwei Häuser rein. Hätte ich den Weg nicht näher ranbauen können? Nein. Schneller bitte. Oh, Schildrat. Es wurde ein Auftrag erfüllt. Dadurch haben wir zwei weitere Biber. Biber. Schön. Riegenmühle kann produzieren Mehl, Schriftrollen, Paste. Wir könnten natürlich hier den Tuchmacher annehmen. Ja, wenn wir erst den Weber und vom Weber aus dem Stoff machen wir dann einfach Mäntel. Zwei Biber rein. Die Kekse gehen runter. Ich könnte etwas gebrauchen, was Kekse produziert. Was sind eigentlich hier die Extrapunkte? Neue Entwurfsbelohnung. Achso, die kriegt man gar nicht immer. So, wir haben etwas entdeckt. Ja, sehr schön. Was ist das denn? Ein Teich. Kupferfinnenkarpfenteich. Würde von einer Fischehütte gesammelt werden, wenn wir denn eine hätten. Die haben wir nicht. Doch, haben wir. Ja. Und da machen wir, was ist das? Schaufeln. Dorfbewohner bewegen sich schneller. Reputation. Ich kann es nicht zerbrechen, ich kann es aber auch nicht öffnen. Also lassen wir das erstmal. Ja, wie komme ich an Echsen ran? Gibt es hier irgendetwas, was ich direkt machen kann? Ach ja, ich wollte ja mal gucken. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es hier irgendwas mit der Stufe? Ja.
Die ist noch nicht erreicht, richtig? Alles die Feuerstelle. Ja, die sind durch. Die bewegen wir mal hier rein. Und dann einmal da reinarbeiten. Und so langsam darüber. Fischerhütte. Ich hab gar keine Leute für die Fischerhütte. Mich aber bitte nicht verlassen. So. Wahrscheinlich eh machen müssen. Knochen. Feindseligkeit. Neuankömmling erwarten. Hätte gern den gehabt, aber ich brauche die Echsen. Und den Menschen tatsächlich auch. Mithelfen, schneller. Und dann haben wir neue Aufträge.
Diebe auf 20. Sehe ich irgendwie nicht. Habe 8 Echsen. Getreide liefern. Bald fertig, würde ich sagen. Wurde das erfüllt? Feindseligkeit wurde eigentlich 10 gesenkt. Na gut. Wie kann ich den Waren verkaufen? So, was machen wir jetzt? Wir wollen noch die Lichtungen da öffnen, kleinen zumindest. Und dann gucken wir uns vielleicht mal eine größere an. Warte mal, was brauchen wir? Baumaterialpakete. Das heißt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Mach mal Baumaterialpakete. Die werden hergestellt aus Brettern. Okay. Alles ein bisschen zu langsam voran. Die Königin wird ungeduldig. Wird das hier mittlerweile machen gegen irgendwas? Nein. Wir könnten die Knochen hier aufnehmen. Mit einem Steinmetzlager.
Baumaterialien, Pakete fertig sind, dann geht er mal zum Steinmetz rüber. Oder mit einer neuen Aufgabe. Keine Vorkommen mehr. Dann mal dahin. Und ein neuer Grundstein. Ja, Pastete mache ich ja nicht. Also produziert der jetzt zwei. Das wäre normalerweise dann jetzt drei. Aber egal, die Mission ist ja gleich erfüllt oder der Auftrag. Dann können wir weitermachen. Auch nicht so toll. Das ist wichtig. Und da sind die fehlenden Hexen. Was hat es jetzt dafür gegeben? Ach, das war was anderes. Genau, das waren die Güter. Und die Hexen, die müssen jetzt ja noch überleben. Schon ein neues Haus. Ja, du sollst auch gar nichts mehr machen. Und jetzt sollen hier mal welche reingehen. Vielleicht auch da. Und das wechseln wir dann auf die Knochen. Weiter aufmachen. Ah, das mit den Echsen ist erledigt. Dafür gibt es jetzt das bessere Trapperlager. Mit freigeschalteter Null. So, was ist denn das? Dekorationen. Hm.
finde ich das hier besser. So, uralte Tafeln muss ich natürlich erstmal finden. Trotzdem würde ich das gerne machen. So, gehen wir jetzt auch hier unten durch. Verbessert worden oder was? Ich weiß es nicht. Wähle einen Entwurf. Fischerhütte habe ich ja schon, beziehungsweise das ist keine Fischerhütte. Das ist eine kleine Fischerhütte, ne? So. Und tatsächlich ist mir jetzt die Farm hier auch lieber. So, das Ding soll nachher dahin. So, schieben wir euch mal mit rüber. Rein. Ich habe jetzt hier Menschen drin, die können wir mal tauschen gegen Hexen. Aha, Wunder. So, dann trauen wir uns mal da unten rein. Gucken, ob das schief geht. Wenn ja, haben wir trotzdem was dazugelernt. Arbeiterfrei. Okay, egal welche Rasse. Wenn die hier noch Sachen zurückbringen. Weiter.
Getreide und Gemüse. Eigentlich müsste ich erstmal auf rein Getreide. Tja, was kann ich dagegen tun? Oh, stopp. Wir sind durchgedrungen. Was muss ich hier machen? Das heißt, ich nehme Stab hier einen raus und ich nehme da einen raus und setze die Leute dort ein. Das heißt, die Nahrung geht jetzt runter, rapide. Die Fischerhütte hat auch nichts mehr. Gehen wir da hin. Und ein neuer Grundstein. Prozent Geschwindigkeit für alle Dorfbewohner und allgemeine Entschlossenheit plus 1. Ne, wir nehmen das. In dem anderen habe ich aktuell nichts. Beschleunigen das mal. Mit der Nahrung sieht eigentlich ganz gut aus. Getreide wird jetzt gesät. Das ist hierfür gut. Die Baumaterialien, die werden auch gebaut. Der hat aber jetzt nicht genügend Bretter, wie es aussieht. Jetzt geht die Nahrung runter. Aber wir sind hier gleich durch. Ja. Das ist erledigt. Wir haben neu ankommen hier.
tun. Wir haben Getreide plötzlich fertig. Okay, dann kriegen wir nochmal. Oh, oh. Nochmal 5 Bewohner. Das wird jetzt langsam ein bisschen viel. Was macht der Kräutergarten? Nützt Äcker um Wurzel. Ah, okay. Alles klar. Das ist aber ein Problem. Ich brauche Häuser. Blumenbeete. Schön. 1, 2, 3, 4, 6. Das kann man hier natürlich auch ganz gut zählen, das sind 6. Und ich brauche. Was habe ich gar nicht genommen, den Auftrag? Genommen. Dann brauche ich das ja auch nicht bauen. So, was brauche ich hier? Gemüse. Bernstein. Ganz ehrlich. Was mache ich mit Bernstein? Hier wird es nicht drinstehen. Trends auch nicht. Rezepte auch nicht. Aufträge. Was bringt mir Bernstein? Wo ist jetzt mal hier? Da. Bernstein. Brauche ich scheinbar zum Handeln. Also ich habe es jetzt nicht gelesen auf die Schnelle, aber aufgrund der Überschrift würde ich das jetzt einfach mal vermuten. Ja, ja, wir brauchen einen Nahrungsmittelsammler. Ja, das ist. Setzen wir nochmal hier rein. Um hier das Gebiet ein bisschen freier zu machen. Setzen wir näher daran erstmal.
dann gibt es wieder neue Aufträge. Bedürfnis nach Luxus. Pff, keine Ahnung. Hexenentschlossenheit auf 20. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mindestens 16 Biber. Wie viele habe ich denn jetzt? 15. Das heißt, ein Biber noch, der ist hier unten, glaube ich, auch mit drin gewesen, ne? Ja. Dann brauche ich alles nichts. Oh, no. Und da kommen die wahrscheinlich nicht ran. Ist auch egal, weil ich denke mal, ich habe hier Komfort. Viermal Typ Komfort. Hohe Feindseligkeit, okay. Bin gespannt. Schwierig, schwierig. Komme ich jetzt hier unten weiter? So, die haben nichts mehr. Dann nehmen die auch hier unten hin. Und ein neuer Grundstein.
Neuankömmlinge. Boah, viel zu viele. So, damit steigen die Biber natürlich ordentlich. Und wir haben hier auch etwas. Ach Mensch. Das hat gar keinen Sinn. Die sollte besser da sein. Die deaktivieren wir mal, ohne das zerstören. Ja. Hey, dann nehmen wir die A. Ach, ich habe die noch gar nicht aufgewertet. Naja. Es fehlen Ressourcen. So, was haben wir denn da? Was ist das Negative? Das nicht. Zählt zur Harmonie. T-Doktor. Okay. Da haben wir 13 Minuten Zeit. Handelswege blockiert, ist egal. Und Geduldspunkt. Keine Proviantpakete. So, dann macht mal Proviantpakete bitte. Schon neue Missionen? Nein.
Das war ja totaler Quatsch hier, ne? Wenn es keinen Handel gibt. Jetzt natürlich nicht mitgerechnet, dass es keinen Handel gibt. Sollte ich aber noch mal ja einen mehr davon bauen, hier von den Werkbänken. Aber keine blöden Tafeln. Ausschlachten. Mindestens 20 Menschen. Da hätte ich das andere aber gerade eben nicht nehmen dürfen. Ne? Ja. Fertig.
Das brauchen wir gar nicht hier drüben. Ein neuer Grundstein. Machen wir nochmal das. Hatten wir das nicht schon? Ja, zweimal. Schnellere Bewegung und Entschlossenheit. Schmalen Weg durch. Neuankömmlinge. Oh. Die brauchen auch tatsächlich schon wieder Häuser. Warm genug, meine ich natürlich. Weihrauch. Ich habe keinen Weihrauch, aber ich habe Harz. Bruder, Hamida. Wirklich zufriedenstellend.
haben wir eigentlich hier oben? Ich habe gar nicht wirklich angeguckt, aber die Nahrung geht runter. Ziegel, ja, ne? Das ist schlecht. So, weitermachen. Was ist hier schon wieder los? Der hat schon wieder nichts mehr, oder was? Nahrungsmittel. So, was müssen wir hier tun? Das ist dieses hier, wie es aussieht. 13 Minuten Zeit. Okay, ich habe nichts davon. Wir starten einmal direkt durch. Was ist das? Tuchmacher. Neuankömmlinge will ich eigentlich gar nicht. Aber sie bringen Nahrung mit. Welches?
ja doch ein Handelsposten. Es gibt noch Feuerstellen. So, was bietet er mir denn? Händler angreifen. So, dann hätte ich gerne Fische. Pilze. Dafür bekommst du noch Leder. Vielleicht auch noch ein bisschen Stoff. Dann handeln wir mal. Yes. Yeah. So, jetzt haben wir wieder 80 Nahrung. Und vor allem... wieder hier von einem Punkt. Jetzt nehmen wir mal das Echsenhaus. Was ist denn, wenn ich meine ganzen Schuppen hier verkaufe? Fast alle. Dann kann ich doch bestimmt noch mal ein paar Nahrungsmittel dazu kaufen, ne? Nee, kein Bedarf an neuen Leuten. Ach, guck mal da. Können wir noch mal eine Kleinfarm machen? Und die müsste eigentlich dahin, wo der ist. So, und dann. Das ist echt eigentlich nicht drin, ne? Äußerst ärgerlich. Abgeschlossen.
suchen wir. Das braucht Leute. Warte mal, ich könnte nur noch 3 Punkte damit machen, aber ich brauche noch 4. Na gut, dann bin ich jetzt mal wahnsinnig. Erstmal hier weg. Fehlen mir noch 2 Äcker. Einfach 3 Lehm pro Minute. Nehmen wir diesmal. Sich einen Kräutersammler hinschicken. Was ist überhaupt der zweite Holzfäller. Da unten. So. Die Echsen sind doch eigentlich kurz davor, Reputation zu produzieren, oder nicht? Wenn ich jetzt mehr dazu hole, die Nahrung geht schon wieder runter. Was gibt's da? Ich sag mal immerhin, ne?
zum einen kleine Fischhütte wieder. Oh. Hier brauche ich das Trapperlager. So, was haben wir hier? Getreide. Wegschicken. Hi. Ja. Wie es aussieht, gibt es dafür nichts mehr. Und platzieren wir die erstmal da ein, deaktivieren. Dann brauchen wir tatsächlich lieber ein zweites Trapper-Lager. Ja, haben wir da. Dann machen wir mal so ein großes Ding hier. Hallo. Ein Händler. Der kann mir ein bisschen Mehl abnehmen. Also warte mal, das sind ja reine Handelspakete, ne? So, fällt mir aber ein, ich sollte vielleicht auch mal aufhören, diese Dinger hier zu produzieren. Haben mir natürlich jetzt viel Geld gebracht, aber ja, in Zukunft eher schwierig. Nein, ich brauche die Feldfruchtpakete. Ja gut, dann los. Gut erholte Arbeiter. Hm.
Stopp. Das ist egal. Das ist egal. Ja, ganz ehrlich, das ist alles. Säge weg, ist gut. Alles immer dieses und nicht keine, wie heißen die noch, uralten Tafeln. Füttern. Bekomme ich aber tatsächlich 5 uralte Tafeln. Wir füttern ihn mal. Boulder. Boulder. Aber da gibt es doch bestimmt auch mehr als eben nur diesen einen Punkt. Werkzeuge. Wichtig. Richtig, richtig. So, und jetzt wäre es halt schön, wenn die Nahrungsmittelproduktion jetzt mal hochgeht. Haben gerade kurz mal produziert. Jetzt natürlich nicht mehr. Das fällt mir ein, ich habe ja überall einen rausgenommen, ne? Bei diesen Holzfällern. So, dann sollte ich dich lieber nochmal verschieben, weil da wollen wir noch nicht rein. Weil die Belohnung natürlich schon echt gut sind, ne? Jetzt bei ihm hier zumindest. Das ist das einzige Nahrungsmittellager hier, ja? Oder Nahrungsmittelfeld. So, ein neuer Entwurf. Menschenhaus, Biberhaus. Ja, Häuser für 17 Menschen werde ich wohl kaum bauen können. 2, 4, 6, 8. Entdeckt und da haben wir drin nur Flachs. Sind hier immer noch am Füttern oder was? Nee, die holen nur noch die Belohnung ab.
Frankfurt. Das heißt auf jeden Fall, wir haben Missionen erfüllt. Zum einen diese hier. Und auch diese hier. Jeder Bauer kann 10 Gegenstände auf einmal tragen. Mehr tragen. Bauern. Nicht schlecht. Dann sind wir doch kurz vor dem Ende. Verschwindet er jetzt gleich. Okay, das können wir jetzt sogar bezahlen. Das nicht mehr, aber das ist auch egal. Ausnahmsweise mal. Jetzt hat die Fischerhütte nichts mehr zu tun. Gut, der ist weg. Müssten wir eigentlich durch sein. Ob das Ding hier weggebracht wurde. Also mit der Nahrung wurde das echt knapp und zwischendurch eben auch mal, ne, mit den Echsen. Tja, das ist der zweitleichteste Spiel jetzt gerade gewesen. Okay, was haben wir hier bekommen? Siegelfragmente. Mhm. Das ist klar. Und das sind abgeschlossene Taten. Ach, man kann die Siedlung fortsetzen. Nö. Nö. Okay, da kommen jetzt eben die Erfolge. Mhm. So, das heißt, wir sind jetzt da. Die schwelende Stadt, da müssten wir doch jetzt. Ach, guck mal, muss man es noch einsammeln? Ja, ne? Okay, Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Mhm. Ist
einfach nur eine Dekoration gewesen oder was? Ein Rohr. Okay, Gildenhaus gibt's auch, ist auch wieder neu. Eine Brennerei. Okay. So. Ah. So kurz davor. Ach guck mal, das lässt sich wiederholen, ja? Also einige lassen sich auf jeden Fall wiederholen. Interessant. Dann können wir ein paar Upgrades machen. Aber jetzt haben wir natürlich dadurch, dass wir noch so viel aufgestiegen sind, viel zu wenig Währung. So, hier kann man mehr Stein oder mehr Lehm mit haben. Und der Brennstoffverbrauch wird reduziert. Das beschleunigt die Meta-Progression hier. Und 10% mehr Ressourcen hiervon bekommt. Was ist das? Ja gut, das bringt nur was, wenn man auch das hier macht. Aber rein theoretisch können... Was war das hier? Hat man noch mal mehr Zeit? Naja. Entwürfe durchwechseln. Ne, wir nehmen tatsächlich dieses hier. Dadurch können wir auch Stein und Lehm zum Start auswählen. Als Bonusressourcen. Dann nehmen wir das, damit wir auch insgesamt mehr Bonusressourcen auswählen können. Ist das hier drüben noch? Mhm. Mehr Dorfbewohner. Von vornherein. Mhm. Hätte ich gerade eben tatsächlich gebraucht. Handelsrouten. Ja. Ich kann nur noch eins auswählen. Und tatsächlich das, um später einfach schneller voranzukommen, auch wenn das nur 10% sind, aber 10% sind 10%, ne? Also damit hätte ich jetzt beispielsweise mir noch einen Trade Perk, was auch immer, eine Freischaltung hier, ein Upgrade holen können. Wenn ich das vorher gehabt hätte. Von daher kann das später noch was bringen. So, jetzt haben wir... Okay. Hat aber eine schöne Narbe.
Also da bin ich jetzt nicht der Typ für, der sowas liest, ne? Also würde mir das vorgelesen werden, wäre es was anderes. Okay, auf jeden Fall so entsteht hier die Stadt. Kennt man aus ganz, 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 ganz alten Spielen schon. Aber die Mechanismen an sich, die finde ich schon cool. Also jetzt auch mit dem, mit der Meta-Progression. Also man sieht hier, man kann nicht mehr so viel tun. Weil wir hier hinten angekommen sind, müssen wir quasi den Zyklus beenden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das dann hier alles wieder gelöscht, was man vorher gemacht hat. Und man versucht dann eben beim nächsten Mal weiterzukommen. Ja, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, das reicht jetzt erstmal für diese Folge. Ja, das Spiel werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken in der nächsten Zeit. Je nachdem, wie es eben die Zeit zulässt. Ja, wenn euch das gefällt, schaut gerne wieder rein. Lasst mir auch gerne Kommentare da, was ihr von dem Spiel haltet. Oder auch gerne Tipps und Tricks. Ob man hier was spoilern kann, weiß ich nicht. Wenn ja, davon bitte absehen. Aber ja, Tipps und Tricks sind gerne gesehen. Ja, mit einem Like würdet ihr mich auch ein bisschen unterstützen oder auch mit einem Kommentar. Ne, Kommentar natürlich auch, aber auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns wie gesagt beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.